Da bin ich wieder. Und zwar war ich im Action und habe das ein oder andere gefunden. Zwar jetzt nicht die Welt, aber das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ah ne, da habe ich noch im Aldi gekauft. Ich mach's mal gerade auf. Ich kann euch aber jetzt nicht sagen, wie viel das kostet hat, weil ich war ziemlich verwirrt mit denen. Weißt du, wenn die Preise so am Regal stehen, aber so Schütte stehen haben, ne, und dann. Oh, ist das so toll, wenn man da drüber fährt. Guck mal, wie süß. Ist das nicht schön? Ich habe ja auch die letztens vom Action gekauft, ne? Aber das Große ist mal zu groß, das Kleine ist mal, also das Mittlere ist mal zu klein und das Kleine ist mal zu klein. Jetzt habe ich gedacht, ich schau mal nach da. Oh, wie ist das so toll? Guck nur, wie schön das ist. Schön, ne? Oh, und das sieht dann noch schön aus, ne? Cool. Genau, das habe ich gekauft. Dann habe ich in einige Videos gesehen, hier das Frozen Schulcookies. Die habe ich dann mitgeholt, ne? Und hinten Olaf drauf. Das sind unterschiedliche Motive hinten drauf. Ich habe mir aber extra die mit dem Olaf rausgesucht. Und dort dann auch, also zweimal, ne? Das kriegt mein Bruder dann mit in die Schule. So. Dann, ich konnte nicht sehen lassen, habe ich die da entdeckt. Warte, ich guck so. So, jawohl. Ist das nicht toll? Guck mal, wie hässlich das Vieh da ist, hä? Oh Gott, da gibt es halt so unterschiedliche. Und es gibt noch so komische Figürchen mit so einem Autoschirr oder so, ne? So wie wenn man auf der Achterbahn fährt, so also Wagen, so Waggon-Ding, do, ne? Genau. Da hat man Tolly ausgesucht. Ich hätte sie am liebsten alle gar mitgeholt. Aber Tolly hat dann gesagt, hol das. Also hol ich das. Dann habe ich noch Cola Zero mitgeholt. Eine Fläschchen. Nichts Extras jetzt, ne? Also. Ah, und dann habe ich auch die Dottinger mitgeholt, obwohl, wenn ich die in Videos gesehen habe, da habe ich für mich gedacht, Maja, ne? Aber die sind ja selbstgebend, ne? Da habe ich gedacht, da ich ja oft an Alpe, die ich mache, die Ricke, also weißt du, wenn ich die beziehe, das verhunze, dass mir das aufplatzt. Dafür kann man dann, wie gesagt, kann man die mit Sicherheit gut benutzen. Ich habe es mal in Silber und Gold mitgeholt. Oh, das ist noch ein anderes Gold. Guck mal. Das ist heller. Seht ihr das? Das habe ich im Geschäft gar nicht gesehen. Das da ist hell. Und das da ist eher so, also das scheint eher Weißgold und das da eher so Gelbgold zu sein, ne? Seltsam. Also im Geschäft ist mir das gar nicht aufgefallen. Ja, bis mir mal was auffällt, ist der Zug schon abgefahren, ne? Oh weh, oh Gott, Moment, Moment. So, dann habe ich die da gefunden. Das sind Holz-Label-Mix. Das sind jetzt Sprechblase. Die gibt es auch noch in Tex und in der Sprechblase so im Rosa und Weiß lackiert, ne? Aber ich schau mal so in dem Naturgeheul. Ist immer die mit dem Rosa da aufgefallen. Und da habe ich gedacht, ach nee, also das sind dann 8 Stück drin. Da habe ich gedacht, nee, mit dem Holz kann man schon mehr anfangen. Ne? Da kann man jetzt drin brennen irgendwas. Ne? Also Naturholz ist dann schon ein bisschen besser zu verwenden. Ne? Das habe ich dann zweimal mitgenommen. Ich habe die andere Farbe nicht mitgeholt, weil ich genau weiß, ich brauche sie eh nicht. So, dann haben wir nochmal die Sau rausgelassen. Und zwar habe ich die Letter Charms so mitgeholt. Die gibt es in Silber und in Gold und in dem, das ist Bronze, ne? Also ich denke, die Farbe ist Bronze, so nennt man das. Und da habe ich ja drauf gewartet, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe schon mal so Buchstabenanhänger im Teddy gesehen, ne? Also teuer wie Sau, wo ich echt gedacht habe, nee, also ehrlich, ich könnte sie gebrauchen, aber beim besten Wille, ich gebe ja viel Geld aus für Bastel, Tralala und was weiß ich. Aber da habe ich gedacht, nee, also man muss, ne, also man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen und ich finde, manche Preise sind echt zum Kotzen, ne? Also dann tut selbst so gestörtes,
Horta-Kind wie ich die Scheiße dann nicht kaufe, ne? Also, und die dort, die haben, ich glaube, 99 Cent kostet. Ne? Die hatte ich dann mehrfach in gesagt. Genau, ich finde die so toll. Also, das ist tolle Farbe. Also wirklich, die kann man ja für alles benutzen. Sieht schon aus wie Schweinehaie. Ja? So, gut. Jetzt lenken wir noch vom Thema ab. So, die habe ich, wie gesagt, mehrmals mitgeholt. Ne? Also, man muss ja die Sache abgrapschen, wie sie da sind. Ne? Dann habe ich mal nochmal Schere mitgenommen, weil ich habe zwei von denen hier ohne und ich als, ja, ich stelle die Schere dann, wenn zum Beispiel Fleischpackungen aufgeschnitten gehen oder so, stelle ich die in die Spülmaschine, ne, und lasse die mitwäsche, weil, ne. Und da ist mir der Griff, ne, also an der Großseite ist der Griff bei der Endschere ingerissen, ne. Und ich denke, nochmal Chance, nochmal, also was heißt nochmal praktische Veranlassung, Annie mitzuholen. Ne? Also ich habe es euch ja schon mal gesagt, die Schere da sind der Oberkracher. Super scharf, ey, unfassbar. Finde ich total, total toll. Also habe ich die auch nochmal mitgeholt. Also das macht Geld danach nicht zu so schade. Ich meine, 1,99 Euro, kann man nichts verkehrt machen. Ne? Wenn ich bedenke, dass ich für Tim Holz-Schere 14 Euro bezahle, ist das ja schon geschenkt, sage ich jetzt immer. Ne? Und die ist wirklich scharf und die steht keine andere Scheren irgendwas noch, ne? Im Gegenteil. Ich würde sagen, ich schnell sogar noch besser. So. Ich meine, ich habe drei Tim Holz Schere. Ich weiß noch, was ich schwitze, ne? So. Und da. Genau. Das sind Sticker, ne? Ich zeig einfach, ne? Ja, boah, gucke, oder gucke nicht, oder so, ne? Genau. Ich bin heute mal hier nochmal außer Rand und Band. Und den Grund dafür, den werdet ihr eigentlich, ja, ich erzähle es euch gleich, weil ich habe nämlich Sachen müsste dafür kaufe. Toll, oder? Das waren jetzt die einzigen, die mir jetzt gut gefallen haben. Ich habe mal vorgenommen, nur noch Sachen zu kaufen, die ich auch wirklich, mir juckt das ganze Gesicht, ehrlich. Ich könnte mich die ganze Zeit nur kratzen, ne? Da geht nochmal alles auf, ne? Überall, ach du liebe Güte, ich bin einfach nur ein Wrack, ne? Ein Wrack. So, ich stopp das da jetzt mal gerade drin. Ja. Ach so, ich habe noch ein paar neue Viva-Stempel, also Viva-Dekor-Stempel bei eBay eingestellt. Ich gucke mal, ich denke mal, dass ich noch einen Link oder dieses Video setze. Also, wenn jemand meinen eBay-Account sucht, ich setze den Link unter dieses Video. Ne? Das hatte ich in einem anderen Video auch gesagt, dass ich den Link da drunter gesetzt habe. Ja, ich meine, da muss man schon das Video gucken und dann zuhören oder gucken, was ohne drunter so in der Infobox steht. Ne? Dann weiß man auch, wo man hin muss. Genau, so. Da mache ich das mal gerade drin. Und dann zeige ich euch, oder soll ich noch abwarten? Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich euch das jetzt schon verraten soll. Aber soll ich dann nochmal extra Haul machen, dann, wenn es soweit ist? Ha. Ich weiß jetzt gar nicht. Huch. Ich ziehe hier an der Tischdecke, ne? Dann ziehe ich das ganze Tablet und dann gehe ich da rum. Ich zeige euch mal noch gerade, was ich auf dem Flohmarkt heute mal hier gekauft habe. Bei minus 2,5 Grad steht die Frau dort draußen auf dem Flohmarkt, ne? Und verkauft dort. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Also das ist der Oberhammer, ne? Ich habe mir Verlängerungs-, also zur Dreifachsteckdose geholt, weil ich bin jetzt wirklich anschafft Ober am Umräumen. Wirklich, nochmal. Also, weil ich habe ja gar keinen Platz mehr gehabt, ne? Ich kann da oben keine Videos machen, wo ich weiß, wo ich was bastle, weil einfach der Tisch vollkommen zugemüllt ist. Um mich herum die ganze Papiere, wo ich hier gebastelt habe, war schon, wo ich. Eine Katastrophe, ne? Und da habe ich jetzt erstmal alles rausgeräumt, noch aus der Ecke und bin jetzt nochmal am Innenräumen, ne? Deswegen ist auch kein Video mehr kommen, weil ich einfach keine Zeit habe. Jetzt habe ich nur gedacht, komm, jetzt habe ich gerade Zeit. Kurz, ne? Ich will tatsächlich auch jetzt hochschleppen, weil oben kann ich noch nicht filmen und das wäre so. Also, ich war auf dem Flohmarkt und habe diese Box hier gefunden. Na, also das ist so Schubladebox. Und was dort drin sticht,
Ne? Dann ist jetzt komplett voll mit den Dinger da. Ne? Also brauche ich euch jetzt nicht mehr zu zeigen. Ihr wisst jetzt, das sind die Dinger da. Und wisst ihr, was ich schon damit vorhabe? Jetzt habe ich die ganze Stanze schon weggeholt. Stanzerinse mache. Ist das nicht toll? Da kann ich auf die einen Seite machen und auf die andere Seite. Ne? Und dann mache ich mal so Kästchen, ne, wo ich die in der Rand so inhängen kann. Ey, das ist doch der Oberhammer, oder nicht? Jetzt kann ich die ganze Alpe, wo ich da kaufe, dann kann ich nochmal verticken, ne? Die verkaufe ich dann auch. Ich mache dann Bastelkarton. Der geht dann aber nur Gewicht, ne? Ich sah dann gemischter Karton Bastelkram, ne? Und dann noch Gewicht, weil ich fällt da richtig auf, ne? Ich sah 4,50 Euro für Päckchen und muss dann 10 Euro bezahlen, weil das Päckchen so schwer ist, ne? Mache das noch Gewicht, dann ich gleich weiß, wo der Hammer hängt, ne, dass ich direkt drunter schreiben kann, so und so viel Versand kostet, ne, das mache ich dann auch wahrscheinlich über eBay oder ich kann mich anschreiben nochmal und könnte mich freuen. Ich habe einen Haufen Stempel, vielleicht, komm, ich hande oben aus, vielleicht mache ich gerade noch Stempelvideo, ne, von anderen Stempel, die ich in CD-Hülle habe. Die sich echt, ja, wollte ich bei eBay nicht drin setzen, ne? Komm, ich zeige euch mal da. Also, das da, ne? Die habe ich mir mitgeholt. Ich weiß gar nicht, wie viel das sind, ne? Keine Ahnung. Ne, die habe ich dort aus Versehen, also gerade so im Vorbeigehen im Regal gesehen, ne? Ah ja, habe ich gedacht, die sind doch optimal. Wie gesagt, stand so auf der einen Seite drin, auf der anderen Seite drin, Inhänge, fertig. Ich finde das total, manchmal habe ich Klick, ne? Also wirklich, manchmal. Finde ich echt was. Dann hat es mir noch andere Sachen gezeigt, aber ich. Hat mal war ich irgendwie nicht so wild drauf. So, komm, ich zeige euch das andere auch noch. Moment, ich mache mal kurz Pause, die Tüten muss ich echt holen. So. Also. Jetzt könnt ihr eventuell drauf kommen, was das ist. Ja, genau, Katze. Magnolia, die war reduziert, die habe ich beim. Obi geholt. So bin ich auch so durch die Regale geschlendert. Ohne Witz. Die haben ja Preise wie in der Apotheke. Ernsthaft jetzt, ne? Die haben ja 100.000 Aufsteller mit Weihnachtsgedönsches, ne? Unfassbar. Echt. Also, nee. Dass ich für zwei so kleine Herz ja. Also, die sind noch kleiner. So. So, ne? Kleine Metallherz ja. Zwei Stück. 5 Euro bezahle. Also, dafür. Müsste ich noch ein bisschen Gehirn amputieren, dass ich nicht so schon bin, ne? Aber nee. Also, das geht gar nicht, ne? Genau, da habe ich die da jetzt mitgeholt. Das ist Magnolia, die war auf 69 Cent reduziert. Sind 6 Stück drin, die habe ich schon zweimal mitgenommen. Und jetzt kommt schon mal das erste Teil, wo ihr eventuell raten könnt, für was das ist. Hä? Ist es nicht putzig? Jetzt wisst ihr nur noch nicht, für was das ist, ne? Außer. Dann hat schon gesehen. Ja, wir kriegen Nachwuchs. Ist es nicht toll? Und dann habe ich nicht für den kleinen Nachwuchs mitgenommen. Dann habe ich auch noch zwei Töpfe mitgenommen. Also Näpfe. Was steht jetzt drauf? Das ist scheißegal. Näpfe halt. Trink und Futter. Napf. Kann ich mitgenommen. Dann. Geschirr. In Größe S. Aber das wird wahrscheinlich noch zu groß sein, denke ich mal. Weil. Der kleine Scheißer ist noch ganz, ganz jung. Ich denke, das ist zu groß. Aber ich habe dann schon im Obi ein kleines Halsband gekauft. Das hat rund 4 Euro gekostet, also 3,99. Genau, so ends halt. Und habe dann noch im Obi die Leine da genommen. Da, so Langlaufleinen. Ja, mit so einem reflektierenden Tralala da, ne? Genau. Ich bin mal gespannt. Ich bin so aufgeregt. Vielleicht juckt man das hier auch ganz Gesicht, ne? Also, wenn ich aufgeregt bin, ne? Dann habe ich noch die.
die Welpe Indoor-Trainingspads mitgeholt. Na, also, ja, mal gucken, ne? Genau, ich weiß jetzt noch nicht so genau, wie man die verwendet tut, ne? Weil so ein Mini-Welpchen habe ich ja noch nie gehabt. Ne? Aber ich hatte zwar schon Hund, aber halt kein Welpe halt, ne? Der war schon ein halbes Jahr alt, der war schon praktisch kleiner Teenie, ne? Damals. Dann habe ich noch das Dom mitgeholt. Das hatte ich doch letztens noch Menschen im Video gesagt, dass ich das ja irgendwo gesehen habe. Und dann erst gesehen habe, dass das duschfähig ist. Und jetzt habe ich was mitgeholt. Weil ich wollte, ich mach's mal gerade auf. Also das ist jetzt für uns jetzt, ne? Nicht für das Köderchen, ne? Ah, da oben ist der Stoppe. Ich schraub's mal auf. Ist das da der Stoppe? Oder was mache ich da jetzt? Das riecht ja noch. Gar nicht mal so schlecht. Ja, ihr wisst ja, mir ist ja um den Olaf gegangen. Ne? Oh, der ist ja so toll. Also Frozen gefällt mir einfach nur wie dem Olaf. Ne? Wegen sonst gar nichts. Ne? Also die Tussis da, die kann ich echt verzichten. Ne? Die eine guckt immer so wierig und die andere, die gefällt mir einfach nicht. So. So. Ist das nicht süß? Damit das Ganze auch in den Vordergrund geregt ist, ne? Ist es nicht schön? Das stelle ich mir oben hin. Das ist so toll. Genau. Dann habe ich noch die Beutelchen mitgenommen, ne? Weil also ich hasse nichts mehr, wie wenn Leute die Scheiße vom Köterlei lassen. Da kotze ich ab, ne? Das sind alles Sachen, die müssen einfach gar nicht sein, ne? Die Dingerchen gibt es für 90 Cent, 99 Cent, 30 Stück, im Action, da gibt es sogar noch so Sechser, packt man nicht mit, weiß ich nicht, wie viel auf so einer Roll drauf ist. Da sind jetzt die teurere, weil ich glaube, die riechen sogar noch. Riecht die? Gassi-Beutel. Ja, Parfüm. Die sind parfümiert. Warte. Moment. Ich rieche nur, dass er genau wisse. Jetzt ist es ein bisschen dunkler. Ja, die riecht toll. Oh mein Gott, die riecht gut. Die riecht richtig gut. Genau, die habe ich mitgeholt. Zweimal. Ich muss die euch jetzt zweimal zeigen. Dann habe ich die da mitgenommen. Weil da steht drauf, dass die soft sind, ne? Also weich sind. Und dann habe ich gedacht, ne, die schneide ich mir klein, ne? Weil so für sie trainiere, weißt? Ich meine, man soll ja schon gleich beim kleinen Scheiß hier anfangen, denn so ein bisschen das ne, erziehe. Ne, ich will einfach kein Köter, ich sage immer Köter und das ist auch nicht bös gemeint, nicht, dass die ganze Hundebesitzer jetzt schon um Holt treten, ne? Es ist, ich nenne die halt so, mir ist so. Ne? Und dass das kleine Köterchen gleich schon was lernt, ne? Habe ich die Dingerchen geholt und schneide mir die kleinen, ne? Und machen wir dir dann in die Tasche oder so und du nicht dann damit belohne, wenn er was macht. Ne? Klar, manche sagen, man soll das nicht machen. Ja, ist mir scheißegal, ich mache es so und fertig ab. Ne? Haben wir da schon nochmal geklärt, ne? Und vor gleich schon Diskussionen vorzubeugen. Dann habe ich noch das Futter da mitgenommen. Also das ist halt Welpe. Wo steht es dann auf Deutsch? Hey, steht ja alle Sprachen, sie eher nur nicht Usari. Warte. Ich hans gleich, ich kann es nur noch um Stunde handeln. Brocken mit Geflügel und Reis für Welpen und Junior. Das ist ein Alleinfuttermittel für Welpen und Jugendhunde. Jugendhunde. Genau. Das sind dann 2 Kilo. Bin ich mal gespannt, ob er das fressen tut, ne? Wenn nicht, dann verhungert er halt, ne? Ja, mir wäre dazu so traue, ne? Wieso habe ich denn die jetzt dreimal? Ich habe die doch nur zweimal mitgeholt. Kein Wunder, dass ich hier Rechnung habe, wie kein Mensch im Dorf. Ja, dreimal. Ich wollte die aber nur zweimal mitholen. Ich habe jetzt dreimal mitgeholt. Dann habe ich noch die da mitgenommen. Was steht denn drin? Ach, mehr Tasse, mehr Kaffee steht drin. 55 Cent. Ich habe nämlich vorhin der Teiko erzählt, wie viel ich Dollar dafür bezahlt habe, ne? Ausnahmsweise mal.
55 Cent, weil am Regal hat nichts gestanden und ich wusste es nämlich ganz genau. Das riecht gut. Wie gesagt, und für eine Duschschitte reiche 55 Cent echt wirklich, ne, muss ich sagen. So, und dann habe ich noch die Dornbänder mitgenommen. Ne, die habe ich die Woche nochmal da. Und ich finde die irgendwie ein bisschen faszinierend. Ne? Also habe ich sie in dem Grün da mitgenommen. In dem. Mit dem Silber dabei. Mit dem. Und mit dem. Und so, haben wir jetzt alles. Und da ist die Verpackung von dem Halfter. Ja, da steht Halfter drauf. Bevor ich nochmal was. Hundegeschirr und dahinter steht drauf. Seien Sie vorsichtig beim Anbringen des Halfters. Nicht zu fest befestigen. Wir haben mal, also da war meine älteste Tochter, wie alt war die da? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall noch ganz, also die Elias war noch Baby, ne? Und da haben wir Malteser-Mischling gehabt, ne? Die sind ja auch so mini, also richtig mini, ne? Also er war eine Mischung zwischen Malteser und Chihuahua, ne? Also ganz kleiner Scheißerchen, ne? Da haben wir auch so Geschirr von denen gehabt. Und irgendwann, ich meine, das habe ich schon mal erzählt, rief meine Nachbarin an und sagt, guck mal, was der Tochter da im Garten macht. Ich dort in das Haus gelaufen. Da hat das den Köterschirr, ne? Mit der Leine und dem Halft, also das so, aber das Geschirr war irgendwie noch ein bisschen anders da, ne? Also der hat wirklich so da drin gehängt, ne? Also nicht, dass man jetzt sagte, oder so, ne? Der hat richtig in dem Ding drin gehängt, also jetzt der Hund hat nicht Schmerzen erlitten oder irgendwie was, ne? Ich meine, das war ein Fliegegewicht, ne? Und er hat halt dem Ding genau so drin gehängt, ne? Da hat er den am Ast hochgezogen, also hat er dann im Baum geschaukelt sozusagen, ne? Ich war aber noch schnell genug da, wie gesagt, die Nachbarn, bei uns hat damals der Nachbar gewacht, ne? war ich dann noch schnell genug da und konnte das arme Köterchen aus seiner misslichen Lage befreien, ne? Ja. Ja, so ist das dann manchmal, ne? Kleine Kinder, ne? Da muss man immer auch drauf haben, ne? So, jetzt. Also, da muss ich euch auch noch zeigen. Guck mal, wie witzig das da aussieht. Das habe ich im Kaufland gekauft. 2 € in so einer Schütte drin. Ist es nicht? Also, der sieht doch wirklich süß aus, oder nicht? Den habe ich mir so an. Oh, und noch so ein kleiner Schlitten. Gut, ne? Hab ich mich auch nochmal durch die Geschäfte geschleppt. So, ja, das war's. Dann hast du auch nur noch Beutels und so. Und noch ein Ding Futter. Man muss ja alles da haben, ne? Wenn der kleine neue Mitbewohner hier auftaucht. Moment, da zeige ich euch auch noch. Und noch das da. Ist es denn toll? Guckt mal, das sieht mal richtig schön, wie samtig das da ist. Ist das nicht schön? Ja, der Heiko wird jetzt sagen, ja, das ist nicht schön. Hat es die nicht in anderer Farbe gern? Nee, hat's nicht. Die hat es nur noch in schwarz und braun gern. Also hat ich ein rosa geholt. Fertig, ne? Ja. Genau. So, jetzt haben wir's. Ich wollte euch das alles erzählen, zeige und mache. Jetzt hat er mich nochmal los, ne? Für die nächste Zeit. Also vielleicht, ich muss mal gucken, wie ich es schaffe. Vielleicht mache ich vielleicht Anfang der nächsten Woche noch Video von meiner, auf jeden Fall will ich andere Sticker-Set. Also jetzt die andere Sticker, ne, das war ja 580 Stück, die habe ich immer noch, ne. Also wenn noch jemand von denen möchte, sind noch genügend da. Dann habe ich die normale andere Stickers, ne, da mache ich so ganz Karton, also weißt du, so ganze, wo ich die ganze Stickerin mache und du die dann zusammen verschleudern. Wenn einer Interesse an Sticker hat, ne, nur Bescheid gesagt, wie gesagt, die andere Sticker, die mache ich alle gar so zusammen in Karton und die gehen dann so weg, ne, also so zusammen. Ich tue ja nicht jetzt einzeln jeder Stickerbogen verkaufen, ne, also von denen teure, also von verteidigt von denen teure, von denen andere, ja, ne, da ist was anderes, ne, aber von denen unterschiedliche, da war schon, wo man Tee, die und so gekauft hast, die
mache ich zusammen in einer Karton und die gehen komplett verkauft. Ne? Wie gesagt, wenn keiner von euch sie möchte, tue ich sie dann bei eBay verticke, versuche zumindest, ne? Weil ja, das funktioniert auch nicht so richtig. Ne? Also ich habe da ja auch noch Stempel und so von Stepping Up noch drin. Und während ich da am Wohle war, also am Wühlen in meinem Ecke, auch noch andere Stepping Up Stempel gefunden, die ich an einem anderen Ort aufbewahrt habe. Ich gucke mal, vielleicht, also ich glaube kaum, weil heute Abend gehen wir auf Mario Barth. Nur Saarbrücke ist, Mario Barth ist in Saarbrücke. Ich kann euch nur eins sagen, ich habe doch gar keinen Bock drauf, ne? Jetzt nicht wegen dem Mario Barth, sondern wegen dem Philbetrieb, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass da die Hütte brennt, ne? Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich bin da nicht so, ne? Das ist halt noch ein Geschenk für meinen Geburtstag, ne? Tolles Geschenk, ich freue mich so. Gut, ich wünsche euch jetzt noch das Übliche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.